Und damit herzlich willkommen bei Benny und Steve. Mein Name ist Steve und wir spielen heute das Spiel Football Game für euch. Auf geht's! Verdammte Wecker. Ja. Ja, muss ich mal aufstehen. Diese Biere waren stark, ich bin eingedöst. Ich muss mich darauf vorbereiten, Susie zu treffen. Okay, na dann steh mal auf. Ich werde diese Flaschen besser los, bevor Mom sie sieht. So, Linksklick, um mit Tommys Welt zu interagieren. Rechtsklick, um Dinge in Tommys Welt herum zu erkunden. Gegenstände im Inventar werden angezeigt, wenn die Maus zum oberen Bildrand bewegst. Alles klar, einige Gegenstände können kombiniert werden. Okay. So, das sieht nach den Flaschen aus. Die schnappen wir uns. Zack. Neuer Gegenstand. Leere Flaschen. Und lass mich raten. Schön. Ab in den Müll damit. So. Zack. Können wir noch was gucken? Kleiderschrank? Ich will mich nicht umziehen. Ich bin zufrieden mit dem, was ich anhabe. Mit dem ich gestern besoffen eingepennt bin. Das ist vollkommen in Ordnung. Meine Purchase County High Jacke sieht schick aus. Oh Gott, Alter. Seht, meine Sockenschublade. Ich muss sie nicht wechseln. Nein, das muss man nicht in dem Alter. Gar kein Problem als Football-Star. Ich lasse das im Regal stehen. Zu kostbar. Okay. Und hier Schublade. Nur noch mehr Klamotten hier drin. Ich muss nicht darin rumwühlen. Okay. Was haben wir hier noch? Fotos? Das sind alle Fotos von Susie und mir. Oh, können wir sie ansehen? Das ist mein Lieblingsfoto. Ja, kann ich vollkommen verstehen. Das sind Susie und ich am Tremont Dam Lake. Unserem besonderen Ort. Ja, der sieht auch bezaubernd aus. Der sieht auch wirklich bezaubernd aus. Wir hatten dort viele schöne Momente. Susies Freundin Norma hat dieses Foto gemacht. Schön. Schön. Hier ist noch der Wecker, hier ist das Bett. Ich habe genug geschlafen, ich muss jetzt zum Spiel kommen. Okay, ne? Wir sind anscheinend wirklich hier der Quarterback oder was. So. Ich muss mich rasieren. Susie hasst es, wenn ich Stopp in dem Gesicht habe. Aha. Na, dann ab ins Badezimmer. So, hier oben, Rasierklinge. Zack. Und wir müssen uns auch nicht die Jacke ausziehen, nicht? Das geht trocken. Ja, Rasurbrand, ich komme. Wunderbar. So, zack. Babyglatt, wie ein kleiner Kinderpopo um mein Gesicht. Oh Mann, meine Tränensäcke. Du kitzelst mein Gesicht, Tommy. Sei nett und rasier dich das nächste Mal. Bitte. Es tut mir leid, Susie. Es ist nur so. Nun, ich bin noch ein Mann. Ha, du bist ein Junge. Ein stinkender Junge, der nicht weiß, wie man auf sich selbst aufpasst. Aber du liebst mich. Nun, ich liebe dich wirklich. Oh, das war ein schöner Moment in Dam Lake. Oh Mann, ich bin so alt, schon ganze 17. Das Leben ist vorbei für mich. So, Badezimmer verlassen, was haben wir denn? Handtuch, kann ich das Handtuch? Ich lasse das hier. Okay. Waschbecken? Cool, das geht. Nun, lass das Wasser nicht so lange laufen, Junge. Okay. Keine Möglichkeit, das zu stoppen. Toilette, ich muss jetzt nicht. Na dann. Jetzt ist nicht die Zeit für ein Bad. So sehr ich es auch möchte. Badezimmer verlassen, das wollte ich eigentlich. So, hier haben wir noch ein paar Bilder. Alte Fotos von mir mit Mom und Dad.
Sie sehen glücklich aus, wenn sie zusammen sind. Ja. Was haben wir hier? Chuck, die Pflanze? Ich werde diese Pflanzen nicht mitschleppen. Mom wäre nicht sehr erfreut darüber. Alles klar. Na denn. Gefrierschrank. Oh, hier ist Mom. Hey, Mom. Mein Liebling, hattest du ein gutes Nickerchen? Oh, die sieht aber, Mutter sieht nicht gut aus. Nun, sicher, Mom. Sag mal, du siehst gut aus. Du hast dich rasiert. Du gibst dir wohl für jemanden Mühe? Sei nicht albern, Mom. Ich bin gerade auf dem Weg zum Spiel. Ach ja? Dein Vater wird bald zu Hause sein. Er wird das Auto brauchen. Mom. Und ist das Alkohol, den ich bei dir rieche? Nein, Mom. Tommy, Schatz. Das hatten wir doch schon mal. Aber ich habe nichts getrunken. Nun, ich weiß, dass das nicht wahr ist. Na, ich werde es nicht noch einmal tun. Ich werde trinken. werde trinken, wann immer ich will. Muss mir alles zu sagen. Na gut, denn wenn seid eh schon weh. Ihr wisst, Mütter wissen alles. Mütter wissen alles. Ich werde es nicht noch einmal tun. Sag das deinem Vater. Oh nein, Dad. Also kann ich nicht mit dem Auto fahren? Was meinst du, Sonnenschein? Du gehst heute Abend nicht zum Spiel. Du hast getrunken. Mom. Du hast mich gehört. Jetzt lass mich weiter den Abwasch machen. Ja, okay, wir können nicht zum Spiel. Ich muss zum Spiel kommen. Susie wartet auf mich. Ja, ich muss doch zum Spiel, Mann. Was haben wir hier? Ein Wasserkocher? Okay, wir können einen Wasserkocher anmachen. Können wir hier in die Schränke? Tee. Ich habe einen Teebeutel genommen. Es ist Kräutertee. Mams Lieblingstee. Ah. Wir haben einen Teebeutel. Was haben wir hier? Schachteln? Jetzt ist nicht die Zeit für das Backen eines Kuchens. Und hier? Eine Dose? Ich will keine Dose Tomaten mit mir herumtragen. Wer will das schon? Schachtel. Ich lasse die Makaroni da, wo sie sind. Okay. Schauen wir mal. Ach, guck mal. Mams Lieblingstasse. Meine Mom liebt ihre die beste Mom der Welttasse. Okay. Neuer Gegenstand. Tasse. So, der Wasserkocher ist fertig. Alter. So, ich gehe mal von aus, dass... Ich brauche keine Estella. Und ich brauche... Ich lasse das alles hier. Und ein Glas werden wir wahrscheinlich auch nicht brauchen. Ich möchte keinen Drink. Ja, vorhin klang das noch anders. So, können wir Teebeutel mit Tasse kombinieren? Ich habe den Teebeutel in die Tasse getan. Er ist ein Genie, Alter. Und Tasse mit Wasserkocher. Ich habe da so eine Ahnung, wie wir vielleicht Mom beschwichtigen könnten. Ich habe einen dampfenden heißen Tee gemacht. Er ist ein toller Typ. So, und den geben wir Mom. Bitte sehr, Mom. Du solltest dich ausruhen. Oh Schatz, meine Lieblingstasse. Ein schöner, warmer Tee. Du bist wirklich der Beste, Tommy. Ich hab dich lieb. Ich hab dich auch lieb, Mom. So, gut. Ich werde mich für eine Minute hinsetzen. Was ist das denn? Was war denn das für ein Tee? Mom? Hey, Mom. Wie ist dein Tee? Mom? Mom? Was ist los? Sie ist völlig benommen. Ich mache mir Sorgen um sie. Ja, was hast du da reingemacht? Es tut mir leid, dass ich getrunken habe. Ja, jetzt so eine halbwürzige Entschuldigung hinterher, die will auch keiner hören. Ja, Mom ist wirklich komplett weg. Okay, wir reden später. So, schön. Soll ich jetzt hier den Abwasch zu Ende machen oder was? Ja, ich kann nicht kochen. Nun, ich kann eine Tiefkühlpizza zubereiten. Ich bin mir nicht sicher, ob das zählt. Nein, tut's nicht. Susi wird mir eines Tages beibringen, wie man Kekse backt. Ja. Mom hat Besteck und Handtücher in den Schubladen. Okay, und im Kühlschrank? Haben wir noch was drin? Ah ja, sieht leer aus heute Abend. Etwas Käse, etwas Milch, etwas Schinken. Nichts Aufregendes. So, na denn, diese Frage ist natürlich, also wir kriegen nicht das Auto. Ah, das muss nicht gerade gekriegt werden. Alles klar, gut. Hier haben wir die Couch. Fernseher.
Schön. Ach, toll. So, wir gucken mal gerade Oppenheimer. Wunderbar. Einfach, man kann auch Lautstärke, Kanal. Ich schalte mal einen Kanal um. Keiner möchte sich auf Dauer hier so eine Atomexplosion anschauen. Was sehen wir hier? Ein Vogel am Strand, der landet? Okay, wir schalten mal weiter. Weh, du grinst jetzt so dusselig in die Kamera. Was ist denn das für ein Fernsehprogramm hier, Alter? Mama hasst es, wenn ich mit der Lautstärke rumspiele. Ich habe gelernt, das in Ruhe zu lassen. Ja, du bist ein guter Junge. Ah, das ist der Sonntagabend-Krimi. Wunderbar. Oh Gott. Oh Gott, Alter. Drogen-TV. Na, grüß dich. Du bist der kleine Jonathan mit deiner Schreibmaschine. Vielleicht ist du ja der Entwickler. Aha. Ein Auto. Wunderbar. Um Gottes Willen, Alter. So, und wir sind durch. Ich verlasse mal das. So, hier haben wir eine Jacke. Ah, was haben wir hier drin? Ah, das sind die Schlüssel für das Auto. Oh, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Neuer Gegenstand, Autoschlüssel. Wunderbar. Was ist das hier noch? Der Hut? Nicht kalt genug dafür. Ich, außerdem würde es mein Haar durcheinander bringen. Und um Gottes Willen, Gott bewahre, wenn dein Haar durcheinander käme. So, Tor, warte mal, wir gucken nochmal kurz hier zur anderen Seite. Briefkasten? Ja, da ist nichts drin. Man muss die Post heute Morgen schon geholt haben. Okay. Das Auto ist draußen auf der Straße geparkt. Okay, gut. Nicht in die Garage. Geht's hier? Oder muss man hier gerade raus? Ja, hier ist das Auto. So, und das Auto ist abgeschlossen. Wer hätte es gedacht? Hier, Autoschlüssel, bitteschön. Mach's auf. Ein Geschenk? Im Auto? Wie konnte ich das vergessen? Susis Geschenk. Ist es denn schon im Auto? Ich glaube, ich habe es unter mein Bett gelassen. Ja, Frage beantwortet. Super, alles klar. Na denn. So, na denn, zurück ins Zimmer. Und unter das Bett geguckt. Alle. Mutti hat es so komplett weggeschossen gerade. Ah, diese drogensüchtigen Erwachsenen, ja, fürchterlich. Das ist keine gute Vorbildsfunktion. So. Ich habe genug. Du sollst doch nicht schlafen, du sollst unter das Bett gucken. So. Sieht ja hier aus wie Hempels. Und am Sofa haben wir mal Kleidung und. Oh, ein Football. Der wird es wahrscheinlich nicht sein. Wo ist das Geschenk? Hm, es ist nicht da. Ich verstehe nicht. Ich bin sicher, ich habe die Kiste hier versteckt. Mom? Sie muss es gefunden haben. Ich wette, es ist in ihrem Zimmer. Okay. Komplikationen, Komplikationen. Ja, das war nochmal. Hier vorne war noch eine Treppe. Gehen wir mal hoch. Nein, wir gehen mal hoch. So, Moms Badezimmer. Die Wahrscheinlichkeit, dass Moms Susi Geschenk irgendwo in ihrem Badezimmer platziert hat, ist jetzt ziemlich gering. Ich bin bereit zu wetten, dass es in ihrem Schlafzimmer ist. Wenn das hier Moms Badezimmer ist und Moms Schlafzimmer, wo ist Dad? Wo ist Dads Badezimmer und Dads Schlafzimmer? Fragen über Fragen. Das Bild vom Human Peak ist dort gut. Wo es ist. Moms Tür ist verschlossen. Es muss einen anderen Weg geben, wie ich in ihr Zimmer gelangen kann. Ich weiß, dass Susis Geschenk irgendwo da drin sein wird. Okay, wie kommen wir da rein? Pflanze? Mom gießt die Pflanzen im Haus. Ich halte mich da raus. Okay, alles klar. Ja. Wie kommen wir jetzt in das Zimmer von Mom? Wir können mal Mom versuchen, nochmal anzusprechen. Nein. Wir können Mom nochmal ansprechen. Hey, Mom, 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 Mom. Mama, Mama. Warum ist das Zimmer abgeschlossen? Es hat keinen Sinn. Sie kann mich nicht hören. Alter, was ist das für Tee gewesen? Gott weiß, wo sie den Schlüssel hingelegt hat. Ich werde nicht in ihren Taschen herumstöbern. Aha, okay. Wir reden später. Wir können mal rausgehen. Kommen wir hier hinter? Ja, warte mal. Schauen wir mal hier. Flashback.
Junge, Tommy, das ist eine Ruine. Ich weiß. Dad sagt immer wieder, dass er es in Ordnung bringen wird. Ich schätze, ich bin sowieso zu alt für Baumhäuser. Bist du high, Tommy? Denk an den Spaß, den wir da drin haben könnten. Mhm. Susie Cooper, du bist mein Mädchen. Das weißt du. Dad, komm und repariere das Baumhaus. Bitte. Ja, das ist ein schöner Flashback gewesen. So, Moms Fenster. Moms Fenster. Ich kann das Fenster von hier aus nicht erreichen. Das ist wenig erwartend. Ich bin nicht Stretch Armstrong. Schön, schön, schön. Und eine Hütte. Hey, Toby. Toby, hierher, Junge. Er scheint zu schlafen. Fauler kleiner Kerl. Hier pennen irgendwie alle. Alle haben wahrscheinlich den Tee von ihm bekommen. Was ist das? Betonblock? Ich lasse ihn vorerst dort. Aha. Baumhaus. Ich kann es von hier unten nicht erreichen. Ich habe viel Zeit dort oben verbracht, als ich ein Kind war. Dad hat es für mich gebaut. Baumstamm. Können hier ein Baumstamm irgendwie hoch? Niemals kann ich an diesem Stamm heraufklettern. Er ist zu breit. Und zu glatt. Aha. So, dann haben wir hier noch ein Rohr. Und so, hier kommen wir nicht weiter. Hier tropft irgendwas. Ich kann das Rohr von hier unten nicht erreichen. Ne? Das ist auch nicht verwunderlich. Was haben wir hier noch? Ein Ast. Ich kann den... Ja, hier, er kann gar nichts. Ich lasse es vorerst dort. Gut. Gehen wir mal raus. Oh, warte mal, was war das gerade noch? Ein Rosenbusch? Okay, gut, gar nichts. Ist vielleicht im Auto irgendetwas? Das Auto ist immer noch abgeschlossen, alles klar. So kannst du nicht an den Kofferraum. Ich muss dieses Geschenk holen, bevor ich das Haus verlasse. Ah, verdammt. Okay, das Auto bringt mir jetzt erstmal nichts. Warte mal, wir können noch mal kurz gucken, ob wir jetzt in die Garage vielleicht kommen hier. Das Garagentor ist verschlossen. Der Schlüssel ist mit dem am Autoschlüsselbund. Okay. Tada! Oh, was haben wir hier? Ein Seil. Man kann nie genug Seil haben. Neuer Gegenstand. Seil. Was haben wir hier? Ein Hammer? Der jetzt alte Hammer. Könnte nützlich sein. Sehr schön. So, was haben wir hier noch? Schachteln. Sie sind voll und von schimmeligen alten Zeitungen. Ich würde wahrscheinlich die Pest bekommen, wenn ich sie anfassen würde. Ja, na, nicht, dass du dir deine Fingernägel schmutzig machst. Regal. Die Regale sind voll von alten Tischlerhandbüchern, Farben und anderen Kleinigkeiten. Nichts Nützliches. Schade. Was haben wir hier? Er ist abgeschlossen. So, das wäre wahrscheinlich zu viel verlangt, wenn der hier aufpassen würde. Nope. Die Schlüssel passen nicht. Aber wir haben jetzt ein Seil. Wir könnten mal probieren, mit dem Seil irgendwie hinten irgendwie da hochzukommen. So, benutze Seil mit, was totaler Blödsinn ist. Aber warte mal. Wir können mal das Seil mit dem Ast benutzen hier. Yes, das sieht gut aus. Können wir hochklettern? Nee, wie soll das gehen? Muss da einen Knoten machen. Das wird mein Gewicht nicht tragen. Das andere Ende des Seils ist völlig lose. Können wir hier vielleicht den Betonblock, können wir das Seil, vielleicht könnte ich das andere Ende des Seils etwas festbinden. Ja, ich würde vielleicht entweder am Baum. Nochmal am Baum. Ich glaube nicht, dass das Seil lang genug ist, um den ganzen Baum zu umspannen. Okay, das geht nicht, denn Betonblock. Ich müsste den Betonblock etwas näher heranbringen. Na, dann machen wir das mal. Was ist das hier? Abbrechen. So, greift ihr das Ding. Oh, schön, so ein Hohlkammerstein, Alter, der wahrscheinlich ganze 400 Gramm wiegt. Okay, na gut. Wir schieben ihn hin. Nein. Schieb den Block. Schieb den Block. Nein. Schieb den Block. So, und jetzt nimm Seil. An Betonblock. Ich habe das Seil an den Betonblock gebunden. Es sollte jetzt mein Gewicht tragen. Na dann, hoch mit dir.
Sehr schön. So, was ist hier los, Freunde? Zerbrochene Fenster. So, das Fenster ist zerbrochen und zugenagelt. Ich glaube, ich habe das getan, als ich beschlossen habe, dass ich zu alt war, um im Baumhaus zu spielen. Ja, schön, alle Hammer. Alle zugenagelt, ne? Wie es sich hört bei den Amis. Zack. Nicht, dass hier Penner drin pennen. Kinderleicht, ich kann jetzt zum Rohr. Okay, na dann jemand zum Rohr. Das könnte funktionieren. Als kleines Kind bin ich immer auf das Dach geklettert. Hoffentlich bin ich jetzt nicht zu groß. Alle hip. Das ist aber so, so geil, Lukas Art-stylig irgendwie. Gefällt mir. So, Antenne, Schornstein, da steht. So, hier runterklettern. Ja, jetzt sind wir. Oh, willst du dich jetzt am Fenster festhalten? Nö. Nicht schlecht. Wir sind in Mams Schlafzimmer. So, okay, Schublade. Lass mal ein bisschen gucken hier. Nichts Interessantes hier drin. Schubladen, Schubladen. Man muss anscheinend immer mit irgendwelchen roten Dingen interagieren hier. Nichts Interessantes hier drin. Okay, hier ist noch, was ist das? Ein Foto? Oh, das sind wir. Moment. Aufklappen. So, so. Warum ist das Bild von Susi und mir umgeklappt? Mom? Was ist da los? Mom liest gerne. Ich habe keine Zeit dafür. Das hebe ich mir für die Schule auf. Aha. Obere Schublade? Ah, es ist hier. Da ist es. Das Geschenk für Susi. Hamper. Wunderbar. So, haben wir noch was? So, nichts Interessantes hier drin. Alles klar. Können wir den verlassen? Ach, jetzt ist nicht mehr verschlossen, oder was? Na gut. Alles klar. Denn auf geht's, auf geht's, auf geht's, auf geht's. Auf zum Spiel. Wir reden später. Bye, Mom. Triff mich jetzt mit Susi. Oh yeah. So, lass mich raten. Schlüssel. So, okay. Zeit für etwas Musik. Handschuhfach? Ah, wir haben zwei Tapes. Okay. Neuer Gegenstand. Kassette. Oh, was haben wir hier? $20. Die sacken wir ein. Geld. Und hier eine Kassette. Zack. Ist noch was? Nee. So, was haben wir denn da? Kassette? Kassette kann ich irgendwie. Es ist eine Single, Jupiter Sea, Hold Me. Und die andere? Susis Lieblingslied. Und das? Es ist eine Form Grind for Death. Ich glaube, ich habe schon einen Favoriten gefunden. Mal eins meiner Lieblingslieder aller Zeiten. Ja, dann komm. Denn Susi ist im Auto. Muss jetzt hier kein Alanis Morissette hören. Auf geht's. Er hat schon ein bisschen was. Ein bisschen was David Lynch hat. Blicken zum Überspringen. Ja, noch ein bisschen Mucke hören. Oh yeah. Wir haben eine Abkürzung genommen. Okay, wir sind. Hier ist das Spiel. Sieht ganz schön finster alles aus. Was ist hier los? Ich hab's kein Licht oder was? Was ist hier los? Poster. Hier steht kostenloses Parken. Ja. Es geht darum, sich nach der Schule für zusätzliche Unterrichtsstunden anzumelden. Ja, da bin ich raus. Es ist eine Werbung. Entspannen Sie sich in einer eigenen Hütte am Lake Kubilius. Familienangebote möglich. Ja, das ist mir auch total Latte. So, weiter geht's. Hey, Tommy! Hey Rex, ich hab dich hier schon eine Weile nicht mehr gesehen. Ich würde das große Spiel nie verpassen. Ah, es ist euer großes Spiel heute. Hast du Susi gesehen? Susi Cooper? Ja. Nicht heute Abend. Seid ihr beide noch zusammen? Darauf kannst du wetten. Du verdammter Glückspilz.
So, Feld betreten. Warte mal, kann man hier noch kurz... Oh, wer bist du? Dude, ein Junge. Hey! Hey, warum verpisst du dich nicht, Schönling? So. Blödmann. Blödmann. Na gut, okay, dann auf zum Spielfeld. Oh Gott, Laurie, Shannon und Tammy. Ach ey, ist das diese halbe Klassentreffen oder was? Was ist hier los? Entschuldigung, hast du Susie heute Abend hier gesehen? Nein. Okay, Shannon vielleicht. Entschuldigung, die Unterbrechung, hast du Susie gesehen? Heute Abend? Ja, ich such sie. Warum? Ich hab sie seit der Schule letzte Woche nicht mehr gesehen. Aha. Sie hat gesagt, dass ihre Eltern für ein paar Tage nicht in der Stadt sein wollen. Ich bin überrascht, dass sie keine Party schmeißt. Wenn meine Eltern nicht in der Stadt wären, würde ich die ganze Party schmeißen. Du bist nicht eingeladen, Tommy. Mann, Entschuldigung. Ja, Fresse. Blöden Kühe. So, Tammy, was ist mit Tammy? Hast du Susie Cooper heute Abend hier gesehen? Nein. Ich hab sie nicht gesehen. Bist du sicher? Ich bin mir sicher. Ich habe gehört, dass ihr zwei früher unter der Tribüne rumgemacht habt. Ihr Süßen. Kurz. Ja. Was haben wir hier, ein Automat? Ah, Limo, Schokoriegel, Chips. Nichts Gesundes. Die meisten Dinge kosten ein Viertel Dollar. Ich hab nur einen Geldschein, ne? Ja. Okay, checken wir mal die Tür. No. Abgeschlossen. So, ist das Mr. Wer? Entschuldigung, Mr. Mahoney. Ja. Haben Sie Susie Cooper heute Abend gesehen? Susie Cooper? Susie Cooper? Könnt ihr Kinder nicht aufeinander aufpassen? Es ist nur so, dass ich sie heute Abend hier treffen soll. Nun, so weiter. Ich fürchte, ich habe das Mädchen nicht gesehen. Ja, danke, Mr. Mahoney. Hey, Tommy. Bist du sicher, dass du hier sein solltest? Okay, gut. Zu den Umkleidekabinen. Spielen wir mit? Wir sind doch der Quarterback oder was? Hey, du weißt, dass du da nicht rein darfst, Tommy. Aber, Keine Aber. Los, verschwende. Müll. Ich will nicht im Müll rumwühlen. Ekelhaft. Ja, kann ich verstehen. Kevin. Kev. Hey, Kev. Oh, hey, Tommy. Lange nicht gesehen. Hast du Susie gesehen? Susie, gehst du immer noch mit ihr aus? Ja, hast du sie gesehen? Tut mir leid, Alter. Keine Spur. Sie ist schwer zu übersehen. Weißt du, warum fragst du nicht Scott? Okay, wer ist Scott? Du bist... Ah, Steve! Hey! Hey, Steve! Hast du Susie gesehen? Ja, tut mir leid, Tommy. Ich hab sie nicht gesehen. Alles klar. Was ist mit der Chili drin? Hast du die Chili drin gesehen? Das glaube ich jetzt nicht, ne? Oh, schön. Oh, großartig. Können wir mal angucken. Ihr könnt uns doch mal angucken. Ach, schön, schön, schön. Also diesen Hype-Cheerleader verstehe ich nicht. Verstehe ich einfach nicht. Klar, die Sportskanonen hier irgendwie, aber ich weiß nicht. Irgendwie sind die doch alle immer bitchy. Tommy, sei bloß nicht nervös. Ich muss nur einen klaren Kopf behalten, nach dem, was passiert ist. Komm schon, er wäre stolz auf dich, wie du das Team leitest. Oh nein, so mit, was? Ja, wer wäre stolz? Und Coach Funkhäuser verlässt sich auf dich. Es ist nur eine Weile her. Hey, weißt du was? Was? Du bist mein Held. Diese beiden Toteltäubchen hängen aneinander. Aha, hier haben wir also immer rumgemacht. Kiste. Ich habe keine Zeit zum Rumsetzen. Alles klar. Schild. Gefahr, Hochspannung. Es ist ziemlich gefährlich hier drin, schätze ich. Gerät. Aha. Batteriefach. Okay, ich glaube, eine Ersatzbatterie gehört hier rein. Es passiert nichts. Ja, ohne Batterie. Wird wahrscheinlich nichts gehen. Okay, gehen wir wieder raus. Oh nein, die Chili drin ist weg. Schade. So, was haben wir hier? Tür. Abgeschlossen. Was ist das? Ablüftventilator.
Der Ventilator läuft nicht. Okay. Der Ventilator läuft nicht und lass mich raten zu. Ja, verschlossen. So, na sag mal, wo ist denn Susie? Ah, wir waren doch hier verabredet. Ich verstehe das nicht. Wer ist das? Bist du Susie? Nee. Ich bin im Kreis um das ganze Gebäude gelaufen. Ich kann Susie nirgendwo finden. Ah, das Geschenk. Verdammt. Das ist das Geschenk für Susie. Ich möchte ihr das geben, bevor das Spiel beginnt. Warum denn? Was ist denn? Wieso? Ist Susie ein Cheerleader? Oder, ich dachte eigentlich, dass wir hier mitspielen. Dass wir hier Teil des Teams sind. Tür. Abgeschlossen und... Ja, da brauche ich ja nicht. Jesse. Hey, Tommy. Hey, Jesse. Hast du Susie heute Abend gesehen? Susie Cooper? Natürlich. Meine Susie. Ich habe sie gerade erst gesehen. Wirklich? Wo ist sie hingegangen? Ich sag es dir. Nur zu. Aber zuerst möchte ich, dass du mir einen kleinen Gefallen tust. Dann werde ich dir genau sagen, wo sie ist. Machst du Witze? Sag es mir einfach, Jesse. Wirst du mir einen Gefallen tun oder nicht? Oh, ja, okay. Gut, gut. Ich bringe dich zu deinem Mädchen. Aber tu deinem Kumpel Jesse zuerst einen kleinen Gefallen. Mann, Jesse, komm schon zur Sache. Kennst du Todd? Todd Masters? Genau der, dieser Trottel. Was hast du mit Todd Masters zu tun? Nun, dein alter Teamkollege hat mich letzte Woche an Direktor Mitchells verpetzt. Er hat gesagt, ich verkaufe Alkohol an Erstsemester. Und hast du? Das ist nebensächlich. Ich brauche meine Rache. Mein Handgelenk schmerzt immer noch, weil ich all diese Zeilen beim Nachsitzen schreiben musste. Ja, klar. Ich wette, das ist nicht der einzige Grund, warum dein Handgelenk schmerzt. Siehst du, das ist die Art von Humor, die ich von Sportlern wie Todd erwarte. Nicht vom besten Spieler und Superstar von Purchase County, Tommy Taylor. Tut mir leid, Jesse. Ja, du hast die Vorlage geliefert. Behalte deine dummen Kommentare das nächste Mal für dich. Wie auch immer, ich möchte, dass du mir Todds Glücksbringer besorgst. Es ist ein signiertes Foto. Bist du dabei? Oh, sag mir einfach, wo Susie ist. Hol dir selbst deine Rache. Ja, komm. Okay. Gute Entscheidung. Das wird ein Kinderspiel. Also, was soll ich holen? Es ist Todds signiertes Foto. Ja, von Gordy Coleman, sein Glücksbringer. Wo finde ich das Foto? Todd bewahrt es in seinem Spind in der Umkleideräume auf. Du kannst einfach reingehen und es holen. Ja, das kann ich irgendwie nicht, weil Mr. Mahoney ist davor. Also, wonach suche ich noch? Das brauche ich nicht. Warum kannst du es nicht selbst besorgen? Bekomme ich wenigstens einen Tipp, wo Susie hingegangen ist? Nein. Mann, Jesse, Alter, du drängst mich. Der mächtige Tommy Taylor macht Besorgung für Jesse Carrera. Das werden sie mir nie glauben. Ja. Oh, der Mächtige ist gesunken. Warum kannst du es nicht selbst besorgen? Glaubst du, Mahoney wird mich in die Umkleideräume lassen? Ja, mich lässt er auch nicht drin. Du warst im Team. Du kannst einfach direkt da reingehen. Was? Bist du taub, Tommy Boy? Geh einfach in die Umkleideräume und hol Todds Gordy Foto. Ja, tschüss fürs Erste, du Lappen. Du weißt, wo du mich findest. So, ich laufe mal hier weiter. Gucken, was wir noch finden. Fähr euch gleich hin. So, das macht wahrscheinlich ohne Stress. Warte mal, verlassen. Ah, hier unten ist niemand. Susie ist nirgendwo zu finden. Okay. Na, dann mal zurück. Oh, okay, wir haben abgekürzt. So, wie kommen wir jetzt hier rein? Ich versuche mal einfach zu laufen. Hey! Was habe ich dir gesagt? Verschwinde! Oh Mann. Mr. Mahoney! Was willst du jetzt, Tommy? Ja, kann ich bitte in die Umkleideräume gehen? Bitte, bitte. Tommy, du darfst diese Tür nicht betreten. Verstanden? Ja, aber ich muss da rein. Komm mal runter, Tommy. Oh, Lappen. Du darfst hier nicht rein. Das ist doch nicht so kompliziert. Kann ich bitte in die Umkleideräume? Warum bewachst du die Tür? Die Umkleidekabinen sind nur für Spiele heute Abend. Das weißt du doch. Aber Anweisung von Coach Funkhäuser.
Außerdem muss jemand ein Auge auf euch Gefahr werfen. Ich rauche nicht, Sir. Nun, das ist ein Pluspunkt für dich. Es gibt nichts, was ich mehr hasse als den Gestank von Zigarettenrauch. Da sind Kinder, die unter der Tribüne rauchen. Was? Warte hier. Na, das ging leicht. Alles Märchen, Mr. Taylor. Ich sehe keinen Raucher. Jetzt geh, verschwinde. Ich probier das nochmal kurz, aber Tommy, du darfst diese Tür nicht betreten. Verstanden? Okay, alles klar. Gut. Ja, jetzt geh. Okay. Ja, ich hab doch... Tschüss, lass mich doch... Ahoi. So, warte mal. Ja, hier rauchen welche unter der... Kann man jetzt hier nochmal... Au, guck mal, jetzt sind welche drin. Junge. Junge? Hey. Was willst du denn? Habt ihr Jungs Susie Cooper gesehen? Normalerweise treffen wir uns hier drin mit anderen, unseren Freunden. Ich kenne keine Susie Cooper, Mann. Sie ist eines der beliebtesten Mädchen. Ich habe sie nicht gesehen. War das eine Frau? Hoppala. Wer bist du? Tommy Taylor. Der Tommy Taylor? Ja. Ich bin überrascht, dich hier zu sehen, nach allem, was ich gehört habe. Was ist denn passiert? Hast du Kippen? Nein. Linda hier hat die ganzen verdammten Schachtel geraucht. Leck mich. Leck mich. Die ganze Schachtel geraucht. Schön. Okay, sollen wir denen irgendwie Kippen besorgen? Ja, Linda. Nee, hab ich nicht. Zu schade. Ah, okay, gut. Also, die brauchen Zigaretten. Wo kriege ich Zigaretten her? Wo bekomme ich Zigaretten her? So, ich denke mal hier. Kevin? Steve, komm, Steve. Hat da bestimmt Zigaretten. Wie läuft's? Wie läuft das so? Nee, ich habe einen Job im Baumarkt meines Vaters. Das ist langweilig, aber ich spare, um nach New York zu ziehen. New York? Warum willst du dorthin ziehen? Um ein Schauspieler zu werden. Ist das nicht L.A.? Hollywood? Solange ich aus dem East Bend komme, werde ich glücklich sein. Steve ist nicht der Hellste. Okay, tschö. Wir sehen uns auf der anderen Seite, Tommy. Pass auf dich auf, okay? Ja, Steve, alles gut. So, mal mit Kevin. Hat Kevin vielleicht Kippen? Tommy? Wie läuft das denn so? Ja, ich wurde verletzt rausgenommen. Es sollte noch ein paar Wochen dauern, bis ich das Feld wieder betreten kann. Dein Knie, richtig? Ja, ausgekugelt. Humpel Kevin. Ich hoffe, es wird bald besser. Danke, Tommy. Okay, hat okay gegeben. Bis bald. So, dann rufen wir mal weiter. Hier vorne am Automaten. Naja, hier am Automaten wird es keine Kippen geben. So, ich denke mal, Lori, Shannon und Tammy werden ohne Stamm. Ich gehe mal kurz vor die Tür. Oh, jetzt sind hier ein Mädchen. Du bist neu. Hey. Oh, hi. Hast du Susie Cooper gesehen? Ich suche sie. Kenn ich dich? Hast du Susie Cooper gesehen? Nein, verschwinde. Gruseliger Typ. Oh, so, Jeff, komm, Jeff. Hey, Jeff. Hust, hust. Au, hey, wer hustet, hat Kippen. Mensch, Tommy, tut mir leid, dass ich dir ins Gesicht huste. Alles in Ordnung? Na, hab gestern Abend viel zu viel geraucht. Meine Kehle brennt. Ah, ich habe dich schon lange nicht mehr gesehen. Wie läuft es so? Oh, ja, gut. Nun, du siehst besser aus. Du rauchst? Ja, etwas zu viel. Wo kaufst du deine Zigaretten? Oh, ich kenne einen Kerl, er geht den Augen da drüben. Rex verkauft dir Zigaretten? Nein, nicht Rex. Da drüben, der da an der Wand lehnt. Schwarze Jacke. Ah, der komische Typ da. Oh, dieser Typ. Er wirkt wie ein echter Idiot. Sein Name ist Danny. Und er ist ein gruseliger Bastard. Aber er hat immer ein oder drei Pakete im Angebot. Okay. Ciao, ciao. Wir sehen uns, Zombie. Ja, er fühlt die Rolle. Er fühlt die Rolle. So. Na? Ey, ich habe gehört, dass du Zigaretten verkaufst. 20 Mäuse. Abzocke, Alter! 20 Mäuse, nimm mit oder schieb es dir sonst wohin, wo die Sonne nicht scheint. Ach, Geld, hier hast du. Hier, ein 20er. Nun, sieh mal einer an. Eine Packung für dich. Komm sofort, Schönling. Jetzt komm nicht mehr zurück, hörst du?
So, wir haben Kippen. Wunderbar. Na denn, auf zu den Kids unter der Tribüne. Weil wir die eine rauchen, können wir tatsächlich Mr. Mahoney weglocken und wir kommen in die Umkleidekabine. Hallo Mr. Mahoney. Was willst du jetzt, Tommy? Nein, ich will nicht mit dir reden. Tschüss. Bye, bye. So. So. Nein. Hier, Kippen. Obwohl, nehmen wir mal, die hat alle weggerucht. Hier. Wow, Tommy. Du schenkst uns die ganze Schachtel? Ja, nimm schon, komm. Du bist doch nicht so überall. Ich bin voll der Penner, Alter. Stift euch hier zum Rauchen an, nur damit ihr gleich erwischt werdet. Eigentlich bin ich schon fies. Ja, es ist eine Schande, dass Lennart das Feuerzeug verloren hat. Oh, echt jetzt? Kein Feuer? Euer Ernst? Lass es gut sein, Mann. Wir haben Zigaretten, aber kein Feuerzeug. Was für ein Witz. Verdammt. Wo fliegt denn jetzt hier? Verdammt. Wir sind jetzt Kippen. Quatsch, wo finden wir jetzt Feuerzeug? Die haben wir wahrscheinlich alle hier nicht. Am Auto. Ja, ich hab nicht. Verschlossen. So, mal gucken. Rex, hast du Feuer? Tommy! Der Teufelskerl von unter Quarterback her zurück. Hast du ein Feuerzeug, das ich mir ausleihen kann? Tut mir leid, Tommy. Tommy, nicht rauchen. Okay. Ah, na denn, Alter. Wer wird heute Abend gewinnen? Verdammt, Tommy. Denk dran, mit wem du redest. Coach Funkhäuser nennt mich Turbine Fan Nummer 1. Er hat recht. Alles klar, dann rein. Pass auf dich auf, Tommy. So, okay. Jeff. Jeff hat bestimmt ein Feuerzeug. So, hast du ein Feuerzeug? Das tue ich. Schön. Kann ich es mir ausleihen? Ich tausche etwas dagegen. Kann ich es mir nicht einfach ausleihen? Tommy, das ist ein schönes Feuerzeug. Gib mir etwas. Und ich leihe es dir. Hust, hust. Ach, das darf doch nicht wahr sein. Ach, nun, was willst du? Überrasch mich. Um Himmels Willen, ich bin es leid, Besorgung zu machen und die Fälligkeiten zu tauschen. Ja, das kann ich vollkommen nachvollziehen. Warum kann er es mir nicht einfach leihen? Ja, ich hab hier ein geiles Tape. Komm mal hier, das Mixtape, Alter. Komm, hier. Möchtest du das Feuerzeug hierfür tauschen? Nein, danke, Tommy. Hust, hust. Ja, ich werde es auf jeden Fall nicht gegen den Autoschlüssel tauschen. Und auch nicht gegen Susis Geschenk. Den laufen wir nochmal rein. Können wir nicht. Was können wir dagegen tauschen? Können wir noch ein bisschen weiterlaufen hier? Warte mal. Oh, Tür ist offen. Tür ist offen. Hey, was macht denn hier? Wer seid denn hier? Pärchen. Wo ist Susi? Das könnten wir sein. Vierteldollar. Hey. Hallo, Vierteldollar. Sehr schön. Und damit können wir an den Automaten, um's Schokolade zu holen. Ich weiß nicht, irgendwas wir tauschen können. Aber ich glaube, damit wir finden irgendwas, womit wir tauschen können. Gegen ein besonders schönes Feuerzeug. So, hier, komm, zack. Zack, rein an den Automat. Ich denke, ich hole mir eine Limo. schön. Komm, hol sie dir, die Limo. Okay. So, Dose Limo. Okay, dann versuchen wir mal, ihn diese Dose Limo anzudrehen für ein wunderschönes Feuerzeug. Darf nicht wahr sein, Alter. So. So, Hustebacke, hier, Jeff. Wenn ich dir diese Limo gebe, wirst du mir dann das Feuerzeug leihen? Darauf kannst du wetten. Das ist genau das, was ich brauche. Wunderbar. Schön. Vielen Dank für das Feuerzeug. So, dann gehen wir jetzt natürlich den Kids unter die Tribüne. Kumpel, wie wir sind. Steve. So. Ihr Backpfeifen rauchen könnt ihr alle hin, oder was? Hier hast du das Feuerzeug. Hier ist euer Feuerzeug.
Zack. Schön, dass er das nochmal als separate Grafik gemacht haben. Ja, das sieht gut aus. So, jetzt ist wahrscheinlich der Rauch hier drinne irgendwie und wir haben keine Batterien für das Gerät hier. Damit der Rauch rausgeleitet wird. Können wir vielleicht Mr. Mahoney trotzdem schon drauf ansprechen? Das wäre super. Ich glaube zwar nicht, dass es funktioniert. Hallo, Mr. Mahoney. Was willst du jetzt, Tommy? Da sind Kinder, die unter der Tribüne rauchen. Oh, er geht weiter. Oh, es hat funktioniert. Es hat funktioniert. Coach Funkhäusers Büro. Gehen wir mal rein. So, was haben wir denn da? Eine Tafel. Es ist am besten, wenn ich das in Ruhe lasse. Okay. Ich sollte das nicht anfassen. Okay, ein Zertifikat. Was kann denn Dr. Funkhäuser? Coach Funkhäuser. Ich bin mir nicht sicher, ob es mir helfen wird, das Coaching-Zertifikat von Coach Funkhäuser mitzunehmen. Wer weiß. So, Trophäen. Es gibt hier eine Trophäe vom All-State-Championship-Sieg von 76. Der größte Tag in der Geschichte der Turbans. Turba 1 oder so. So. Der Aktenschrank ist fest verschlossen. Okay, was haben wir? Tisch. Oh, wunderbar. Hey, hallo Schlüssel. Können wir hier... darunter ist nichts. Okay, können wir das zumachen? Abgeschlossen. Moment. Abgeschlossen. Können wir mit diesem Schlüssel das hier öffnen? Der Schlüssel passt nicht. Schlüssel passt nicht. Okay, alles klar. So, passt der vielleicht zum Aktenschrank? Ja. So, wen haben wir da? Hier, warte mal, Todd Masters brauchen wir. Todd Masters, Anmerkung. Mobbing-Tendenzen. Ha, sei streng zu ihm. Der ältere Bruder Joseph war bereits 1976 Teil der All-Stars-Champ-Teams. Todd vergöttert seinen Bruder. Spind Nummer 4 hat er. Hoppala. Okay, Geburtstag ist wahrscheinlich der 6. Februar 71. So, jetzt ist hier mit den anderen. Vielversprechend. Muss an seiner Fitness arbeiten. Plümmert. Schlaumeier. Heftiger Tackler. Okay. Bester Quarterback, den wir seit Tommy Taylor hatten. Zukünftiger College-Star. Nathaniel Juhasz. Ich hasse ihn jetzt schon. Derek Comtes, guter taktischer Spieler. Ermutigen. Okay. Guter Junge, hat einen guten Wurfarm. Bobby Kibulski. Okay, gut. So, Jung- und Kleinkabine. Achso, warte mal ganz kurz. Ist hier am schwarzen Brett. Das Anschlagbrett. Denkt daran, vor und nach dem Spiel zu duschen. Es ist ein Aufkleber für die Rockband namens Mötley Crüe. Oh, hallo. Schön. 10 Jahre Jubiläumsball Purchase County Cubans All-Star Champions 1976. Kommt am 6. Juni 86 vorbei und zu feiern. Das war ein Tamtam. Einige würdige Feier des größten Moments in der Geschichte der Turbans. Ich war damals nur ein kleines Kind, aber ich erinnere mich an die Szene. East Band. Hat noch nie eine so große Siegesparade gesehen. So, Aufkleber. Schalten Sie Breeze FM ein. East Band Nummer eines Klasse Schnitz. 102,7 FM. Flyer verloren. Herrenuhr. Braune Digitaluhr. Kontaktieren Sie Shane. 555-8811. Flyer. Mr. Lanterman bietet Tanzunterricht nach der Schule an. Ich schätze, das ist für die Skilieder. Okay. Es ist von einem lokalen Sportgeschäft, das für seine Fußballausrüstung, Fußballausrüstung wirbt. Auf allen Helmen 20% Rabatt. Eine Schande, dass es 2 Jahre alt ist. Okay, und der letzte. Ja, muss in Rasen gemäht werden. Sollte es billig sein, kontaktieren Sie Hawground unter 2368. Entschuldigt bitte. So, okay, dann mal rein in die kleine Kabine. Also haben wir hier einen Spiegel. Aha, Spiegel. Du schaffst es, Tommy, Mann. Du schaffst es. Du bist der Größte. Das ist dein Augenblick. Du musst es jetzt schaffen. Heute musst du abliefern. Ja. Okay. Toilette.
Der Geruch, der aus der Toilette kommt, ist ekelhaft. Ist da drin jemand gestorben? Okay. Ah, ist das Gleiche. So, okay. Also, Todd hatte die Spindnummer 4. Okay, da ist es. Ein Code? Ein Code? Was? Was? Warte mal. Warte mal. 2.6. Also, nee, warte mal. Also, quasi 6. Februar. 71 war es, glaube ich. Nee, war nicht. Was war andersrum? 6.2.71. Auch nicht. Komisch. Ich möchte nicht duschen. Ja. Okay. Handtuch hier oben kann ich auch nicht nehmen. Spind von James Towen. Ja, von Kabulski. Plammert. So, warte mal, dann muss ich nochmal ganz kurz mal in die Akten schauen. Irgendwo muss ja der Spincode hinterlegt sein. Warte mal, hier nochmal die Mädchenumkleide. Ich würde von der Schule geworfen werden, wenn ich da reingehe. Okay, gut. Schauen wir nochmal kurz. Mr. Masters. Vielleicht ist es auch... Ja, nee, 1976 wird es wahrscheinlich nicht sein, oder? Ja, also ich hatte jetzt halt 2671 genommen. Und der wird nicht. Mobbing-Tendenzen sehr streng zu ihm. Der ältere Bruder Joseph war bereits 1976 Teil des All-State-Champion-Teams. Stolzvergüttert sein Bruder. Was ist denn das hier eigentlich? Ist hier irgendwas hinter? Nee. Sein Bruder ist hier auch nicht bei den Akten mit bei. Sag mal, finden wir denn hier irgendwo? Oh, das ist jetzt weg. Schau mal an. Abgeschlossen. Das rote Heft ist weg. Dokumente. Ja, ist nur langweiliges Schulzeug. Lampe, kannst du die anmachen? Sollte die Lampe von Coach Funkhäuser vermutlich in Ruhe lassen. Ah, schade. So, Aktenschrank. Es gibt hier eine Trophäe, der All-Stars. Warte mal. Okay, also. Ich überlege gerade. Wir können natürlich 1976 nochmal probieren. Eventuell hat er ja da, dadurch, dass wir da ja den großen Cup gewonnen haben. Vielleicht hat er das als Zahl genommen, als Kombination. Auch nicht. Ist das jetzt einfach nur ein Resetten? Nee, ne? Das dürfte doch eigentlich so ein Bestätigen eigentlich sein, ne? Würde ich jetzt mal sagen. Okay, warum? Was hat denn Todd für eine Spielernummer? Warte mal. Ich will nicht riskieren, wieder rauszugehen, bis ich das Bild gefunden habe. Okay, also wir müssen, warte mal, finden wir hier noch irgendwas? Nimm keine Drogen. Sind hier irgendwelche Zahlen drauf? Hier waren Zahlen drauf. 1209 haben wir hier. 127. Ach Gott, die Telefonnummern. Hm.
Ja, aber das hat nichts mit ihm zu tun irgendwie. Lass Bosa da, was ist? Warum sollte der jetzt irgendwie eine Telefonnummer als Code haben? Du kannst doch nicht scrollen, ne? Na, Spind Nummer 4. Vielleicht, achso, können wir nicht raus, ne? Irgendwie, ansonsten hätte ich mal kurz den Typen gefragt, irgendwie, der mich damit beauftragt hat. Ob ich eventuell von ihm seine Kombination bekomme oder irgendwas. Oder ob er weiß, wo die Kombination zu finden ist. Das ist das blöde Handtuch hier oben zum Beispiel, ne? Das ist. Okay, naja, warte mal, dann muss ich es halt gleich mal stumpf ausprobieren. Und zwar, eins war 1988. Nope. Dann hatten wir 102,7. Komma 4, 102,4 oder 102,7. Auch nicht. Aber warum sollte der jetzt? Das ist doch irgendwie. Das Einzige, wo mehr Text ist, ist tatsächlich hier, ne? 86. Sechster Juni 86. 10 Jahre Jubiläumsball. Purchase Turbans. 10 Jahre, das heißt, das Spiel war am 6.6.1976. Probieren wir das mal. Also das wäre so das Einzige, wo ich jetzt denken könnte, okay, 6.6.76, dass das halt was mit ihm zu tun hat, weil der Bruder war halt schon am Start, den er so vergöttert. 76. Oh ja, das war's. Oh, nice. Bild. Schön. Neuer Gegenstand. Eingerahmtes Bild. Yeah. Ich habe meine eigene Purchase County High Jacke. Du kannst auf die spucken. So. Zack. Na denn. Auf zu Jesse. So. Können wir wieder raus jetzt? Jetzt können wir wieder raus. Sehr gut. Mr. Mahoney ist immer noch beschäftigt. Die armen Schüler zusammen zu scheißen, die Cairns Messer liefert. Aber ich bin ein Schwein. So, Jesse. Zack. Hast du es schon? Hab ich. Fantastisch. Gib her. Bitteschön. Hier ist es. Ja, danke, Tommy. Also, wirst du mir sagen, wo Susie ist? Ja, genau. Genau da. Was? Genau da. Hinter dir. Alter, willst du mich verarschen? Ist so umgedreht, so. Soll das ein Witz sein? Hey, ich stehe zu meinem Wort. Sie ist gleich hinter dieser Tür. Alle coolen Kinder hängen heutzutage da rum. Ich sah, wie sie reingegangen ist. Die ganze Zeit war sie genau da. Warum zum Teufel konntest du es mir nicht einfach sagen? Nicht auf den Beton... auf den Beton schießen. Nicht auf den Boden schießen, Tommy. Tommy Tom, ja? Na, Idiot. Abgeschlossen. Es ist abgeschlossen, du Lügner! Tommy, es gibt ein besonderes Klopfzeichen. Mach es wie folgt. Klopf, klopf, klopf. Klopf, 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 klopf. Starkes Klopfen. Starkes Klopfen ist auch schön.
Um Himmels Willen, Jesse. Sollte sie besser da drin sein. Ich verliere die Geduld. Komm rein. Oh, schau mal. Donny gelungen. So, wo ist Jesse? Wo ist Susi? Susi? Tommy, was machst du hier? Ich suche nach Susi. Das ist doch Masters. Ich hab Mitleid mit ihm. Er hat eine Menge durchgemacht. Diese blöde Kuh. Und wir sehen es nur noch. Nun ja, Babe, das könnte der Grund sein. Aber das rechtfertigt nicht, was er dem Team angetan hat. Todd Masters, du Schwein. Ja, da konntest nicht mehr zulassen, dass er dich anruft. Wir sind jetzt zusammen. Jetzt. Was zum Teufel machst du hier? Warum suchst du nach Susi? Hat Susi uns beschissen? Ich muss weg. Ist Susi jetzt mit Todd Masters zusammen? Dem neuen Quarterback? Was passiert hier? Okay, wir sind jetzt wieder nach Hause gefahren. Also kann ich... Kann ich mal woanders hinfahren? Ich will in mein Zimmer gehen. Okay, dann... Okay, komm, Dude. Geh in dein Zimmer. Oh, Mutti ist wieder wach. Mom? Okay, Mom ist anscheinend in ihrem Zimmer. Das Geschenk für Susi. Was machst du damit? Das ist zu weit gegangen, Tommy. Du musst das jetzt beenden. Mom? Warum schmeißt du die Schachtel runter, Geschenk? Okay, harter Cut. Ich setze mich an meinem Auto und fahre irgendwo hin. Und bin jetzt wo? Anschlagbrett. Tram und Dam Lake. Zahlen und Fakten. Aha. Okay, gut. Das gut. Danke. Dann gehen wir mal los. Ah, ich bin im Juwelier, Spiegel, Halsketten, Ringe, Verkäufer. Hallo. Hallo, junger Mann. Wie kann ich Ihnen heute helfen? Ich möchte ein Schmuckstück für meine Freundin kaufen. Sir, dann sind Sie hier genau richtig. Wie viel Geld wollen wir heute ausgeben? Ich habe 100 Mäuse. Ich habe monatelang gespart. Nun, sie muss ein ganz besonderes Mädchen sein. Okay. Ja, wir laufen jetzt an dem See, oder was? Finden wir Susi dort? Ist Susi am See? Wir haben einige schöne Ringe und Halsketten. Zögern Sie nicht, einen Blick darauf zu werfen und zögern Sie nicht, mir Fragen zu stellen. Ja. Okay, dann eine Halskette hier. Was ist das hier für eine schöne Halskette? Oh, ein schönes S für Susi, die wäre doch toll. Die würde ich nehmen. Das ist das Richtige. Susi wird sie lieben, S. So, Verkäufer, entschuldigen Sie mich. Wie kann ich helfen? Wie viel kostet die S-Kette? Ah, das ist aus der Amore-Serie. Eine schöne Wahl, die Ihre Liebsten sicherlich gefällt. Sie kostet 89,99. Wir nehmen Bargeld oder Schecks. Ich nehme sie. So, ich bin so durcheinander. Ich muss an den See, ich muss an unseren gemeinsamen Ort. An unseren speziellen Ort. Vielleicht ist Susi dort.
Ich habe etwas für dich. Och, Tommy, was denn? Hier. Ich habe eine böse Ahnung, dass das nicht gut ausgehen könnte. Na, wir gehen weiter zum See. Ich kann jetzt nicht anhalten, ich muss mal weiter. Und weiter. So sieht doch aus. Hey. Wer ist er denn, Alter? Hey, ja? Haben Sie meinen Hund gesehen? Nein. Sind Sie sicher? Es ist ein Terrier. Ich habe keinen Hund gesehen, Sir. Okay. Jimmy! Jimmy! Harte Twin Peak Vibes jetzt hier, wirklich. Also, sehr schöne Musik. Wir irgendwann ankommen am See. Oh, ich höre einen Hund. Ist das Jimmy, der Hund? Ich habe doch gerade den Hund gehört. Susie! Tommy, was machst du hier? Was meinst du damit? Ich bin gekommen, um dich zu sehen. Aber ich hab dich gebeten, mich in Ruhe zu lassen. Aber du trägst die Kette, Susie. Ich verstehe nicht, du trägst immer noch die Halskette. Ich liebe dich, Susie. Warum siehst du mich so an? Tommy, bitte. Oh. Oh. Oh je, kann es sein, dass wir Susie eventuell getötet haben?